Ja, schönen guten Tag. Ich bin Stefanie Möllering, die Inhaberin von Die Möllering. Dieses Geschäft gibt es seit circa 7 Jahren. Im November werden wir endlich 7 Jahre alt. Und wir betreiben hier in der Redlinger Straße im Herzen von Osnabrück einen Concept Store. Und dieser Concept Store umfasst folgende Produkte. Wir haben Papeterie, Geschenkartikel, ganz, ganz tollen Schmuck. Wir haben Produkte aus Osnabrück, Lederwaren zum Beispiel, die hier gefertigt und designt werden. Und angegliedert an diesen Store ist auch ein Damen Secondhand. Also wir bedienen wirklich Kundinnen von Esprit-Teilen bis auch mal zu Prada oder auch Armani, Dolce und Gabbana. Und das, finde ich, ist sehr gut vereinbar mit einem edlen Schmuck. Wir haben auch für Studenten und Schüler Schmuckvarianten halt hier, die also wirklich in einem Preisniveau sind, die sich fast jede leisten kann. Die älteste Kundin, die uns wirklich ganz, ganz regelmäßig besucht, ist 97 Jahre alt und ist Fan des Secondhand-Bereiches. Und natürlich kommen die Kleinsten und bekommen hier zum Beispiel ihre ersten Ohrlöcher bei mir und verbinden ein ganz, ganz tolles Erlebnis mit diesem Geschäft. Im Grunde genommen bietet Osnabrück sehr, sehr viel. Wir haben in kurzer, erreichbarer Nähe kulturelle Veranstaltungen. Wir haben tolle Kinos hier vor Ort. Und wenn man sich aufs Fahrrad setzt, man braucht gar nicht weit zu fahren, ist man im Grünen hier. Ich wünsche mir natürlich erstmal, dass sehr, sehr viele Händler durch diese Corona-Krise kommen. Und für mich persönlich, weil ich jetzt ein Lastenfahrrad angeschafft habe für das Geschäft, um meinen Kunden auch die Waren ausliefern zu können, würde ich mir ein ganz, ganz tolles Radnetzweg wünschen. Also das Lastenfahrrad ist wirklich ein Ergebnis der Corona-Zeit, weil in dieser Zeit standen wir Händler ja alle vor dem großen Fragezeichen, was passiert. Und dann habe ich aber angefangen, meine Waren hier im Laden auf schöne Art und Weise zu fotografieren und habe mithilfe alles auf Instagram gepostet. Dort kam eine so große Resonanz von den Kunden, dass ich wirklich erstaunt war. Wir hatten halt angeboten, das Ganze per Fahrrad auszuliefern. Und das Tolle aber daran war, dass die Kunden nicht nur uns Händler unterstützt haben, sondern es war einfach immer eine super große Dankbarkeit. Daraus hat sich dann für mich ergeben, dass ich das natürlich gerne weitermachen möchte, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in die Zukunft zu schauen und weiterhin den Kunden das anzubieten, die das gerne möchten. Und deswegen habe ich mir dieses Fahrrad gekauft.